Hallo, guten Tag auf meinem Kanal. Ich will Ihnen zeigen heute Glühkerzenmodul, also Triba. Das Modul hat viele. Also er sieht die Kerzen, aber sieht den Hauptstrom nicht. Und ich will heute Ihnen zeigen, was kann man machen zum Abmachen dieses Problem. Also müssen Sie zuerst das Deckel hier öffnen. Ist ein bisschen schwer, aber mit Messer machen Sie das. Das Modul funktioniert bei verschiedenen Autos. Kann das sein, zum Beispiel Mercedes, BMW oder Chrysler oder noch andere Autos in diesem, mit diesem Motor. Das Modul ist hier ab V6. Sie können auch zum Beispiel V8 haben. Das ist genau dasselbe Modul, aber hat hier 8 MOSFET-Transistoren. Das hier hat hier 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was haben wir drinnen? Hier ist das Hauptstrom. Ich zeige Ihnen gleich, was macht den Fehler? Was kann man zu entfernen? Und hier sind die Ausgänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Ausgänge zum Kerzen. Und was haben wir noch? Haben wir Masse? Haben wir die Zündungsstrom? Und unser Scansignal zum unser Akku oder Computer. Hier ist auch noch andere Masse. Und jetzt zeige ich Ihnen, was hier kaputt ist. Also wenn zum Beispiel haben wir Fehler oder Problem mit Ihrem Motor, dass Sie zum Beispiel das Motor startet, aber sehr schwer, oder zum Beispiel Computer zeigt, dass Ihre Kerzen ist kaputt oder vielleicht der Hauptstrom ist zum Beispiel weg oder ist Fehler. Hier sind die Kabel oder wie kann man das anders noch sagen? Zum Hauptstrom sind drei Punkte. Also hier ist 1, 2, 3 Punkte. Das sind die Punkte zum Hauptstrom und gehen zum dieses Stecker hier. Genau. Und noch Ausgänge, wie ich früher gesagt habe, 6 Stück. Also hier ist Problem mit Hauptstrom. Oh. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Hier sind die Probleme. Ich zeige Ihnen das auf dem Mikroskop. Gleich. Okay. Wo ist das? Er ist hier. Also hier sind das unsere Probleme. Wenn Sie sehen, oh, hier ist das Problem. Genau. Und hier die Kabel ist abgebrochen. Also genau die 6 Punkte sind hier abgebrochen und ich weiß schon, dass das Auto startet nicht oder sehr schwer. Also was müssen Sie machen, wenn Sie es reparieren oder möchten Sie reparieren, weil das Modul ist nicht billig. Also das Modul ist teuer. Ja, einfach teuer. Hier haben Sie das Silikon, das ist hier nicht Gel, das ist Silikon und das müssen Sie einfach abmachen. Aber wenn möchten Sie wissen, wie konnte man es reparieren, ich lade ein auf mein anderes Film auf polnische Sprache, aber da sehen Sie, was muss man machen oder wie
wenn sie wollen, wenn sie möchten, zu entfernen dieses Problem. Also, wenn möchten Sie sehen, die ganze Reparatur, ich lade ein auf meinen Film an meinen Kanal. Also vielen Dank, tschüss.